Ja Leute, heute muss ich mal wieder ein kurzes Vorwort sprechen. Wir machen heute leckere Rips. Ich habe Helferlein gehabt und diese kommen alle irgendwo im Video vor. Eigentlich ein Fangvideo, weil Rips, was es heute gibt, haben wir ja schon zur Genüge gehabt. Aber ich hoffe, dieses Video ist unterhaltsam und macht euch Spaß. Film ab! Hey ho, heute ist es mal wieder soweit. Wir machen leckere Rips. Die habe ich gestern noch vorbereitet. Ja, 4 Leiterrippchen. Die haben wir bei Metzger, Händler hier in der Gegend. Haben wir die hergeholt. Ja, und gewürzt. Übrigens mit meinem Schatz zusammen haben wir das Ganze mit dem Rip Rub vom Beef Buddy. So, wo machen wir die heute? Das darf der Besuch heute entscheiden. Patrick, du hässlicher Seestern. Auch mal endlich wieder im Lande. Ja, dann wird ja mal wieder Zeit, ne? Ja, dann komm her. Such doch einen Grill aus. Wo willst du es drauf machen? Nein. Michi, was hältst du, wenn wir es auf der Smokerratte machen? Die ist kaputt. Nein. Doch. Nicht dein Ernst. Doch. Warum? Geh mal hinter, zeig ich's dir. Schau mal rein. Komm mit. Da, guck. Die hat einen Platten. Naja, das ist ja typisch für Michi. Das kannst du ja am besten gucken. Ja, würde ich sagen, Kompressor an, Luft rein. Und dann vorziehen. Gib ihm. Attacke! Los! Ja, Patrick, du eierst da ganz schön rum. Ach, übrigens, ich hab da hinten einen Luftprüfer schon hingelegt. Ich wollte ja sagen, du hast einen Platten. Ja, Witzbold. Ja, dann mach mal wieder voll hier. In die Dusche, ne? Ja, da kannst du schon 2,5 rein tun. Oder 2. Drück mal das Ding schon drauf. Irgendwo bläst er raus. Ja, bereit? Na, ganz toll. Ich hab's gerade echt mit den Reifen. Der ist hier mausetot. Verdammte Axt. Verdammte Axt. Jetzt muss ich besorgen einen 225/40 R14. Tja, wer hat noch solche Reifen rumliegen? Irgendwelche 14 Zöller brauche ich, große. So ein Käse. Ja, dann würde ich mal sagen, weiter eiern, ne? Weiter eiern. Mann, hast du ein Glück, dass der Hini damals noch das ganze Holz zu klein gehabt hat. Da musstest du jetzt nicht machen. Ha, super. Jo, Sandmännchen war damals fleißig, das reicht eine Weile. Und wir, ja, machen jetzt erstmal die Asche hier raus. Und dann feuern wir das Monster ganz einfach an. Ja, schaut's her, schön hat das angemacht, das Feuerle, ha? Ja, Patrick. Wieso kommst du jetzt mit Handschuhe vom Händewaschen? Na, ganz einfach. Du weißt ja, ich mache demnächst meine Deutschlandtour. Ja. Und ich möchte endlich mal wieder saubere Hände haben. Also porentief reine. Und guckst du, ich habe hier meine Handwaschpaste reingefüllt. Doch, habe ich. Keine Handschuhe. Ja, und das ist jetzt die zweite Runde, wo ich mache. Also ich werde die Handschuhe wahrscheinlich jetzt wieder eine halbe Stunde anlassen. Und du meinst, das hilft dann? Ja. Also in der ersten Runde hat es sehr gut geholfen. Und deswegen hast du jetzt Feuerwache. Du spritzt ja auch gerade aufs T-Shirt. Oh, das ist natürlich blöd. Aber es schäumt schon mal ganz gut. Also, du Feuerwache. Okay. Einige Zeit später. Ich stehe immer noch da. Tja, heute haben wir mal einen Patrick als Kameramann. Ja, schauen wir mal, ob die Videos besser werden. Ich glaube nicht, die Aufnahmen sind bestimmt grotterschlecht. Wir haben jetzt eine Temperaturverteilung zwischen 150 und 130 Grad. Also, das sollte soweit passen.
packen wir mal erstmal die Rips raus. Ja, gehen wir darüber. Dreh die um, Bohr. Komm näher, kommen Sie näher. Kommen Sie ran, werden Sie genauso beschissen. Immer diese Kamera, Leute. Furchtbares Volk. Kannst du ja auch selber in die Hand nehmen. Nö, dazu habe ich ein Stativ. Und der hat das wieder eingepackt. Also ich würde mal sagen, hervorragend eingepackt. Jetzt haben wir es. Ich habe nämlich jetzt keinen Bock, schon wieder zum Händewaschen zu rennen, aber ich glaube, da wird mir nichts anderes übrig bleiben nachher. Jo, wie gesagt, wir haben den Rip-Up vom Beef Buddy genommen. Tja, und jetzt können wir es auf die Ratte drauf wuchten. Übrigens machen wir das 3-2-1-Verfahren, heißt 3 Stunden im Rauch. 2 Stunden in der Schale nachher dämpfen und dann noch mal eine Stunde so drauf. Gut, Attacke. Hopp, hopp. Ja, eigentlich ist das ja heute schon fast wieder als Fun-Video zu sehen. Bei Rips haben wir ja auch schon oft gehabt, aber naja, Besuch ist da und Spaß macht es auf alle Fälle und schmecken wird es nachher mit Sicherheit auch. Auch wenn das jetzt nicht die guten Steakshop-Rips sind. Jo, später werden wir dann nochmal durchtauschen, umdrehen und dann am Schluss nochmal durchtauschen. Ja, so die Richtung. Deckel zu, 3 Stunden Ruhe. Ja, bis auf Holz nachschieben. Wir haben es jetzt. Um 16:20 Uhr in etwa. Ja, können wir sie dann in die Runde tun? In die Schale. Und was machen wir da drin? Und dann 2 Stunden drin lassen. 3-2-1 Verfahren. 3-2-1, ja? Ja. Und was machen wir in dieser Schale? Rips? Essen? Butter? Ja, dämpfen sie. Ach so. Ja. Okay, Leute, bis später. Ja, Leute, so die Temperaturverteilung. Vorne 140, 150, hinten 130, 120, 130 Grad. Bleibt sich die ganze Zeit über gleich. Haben wir gut eingeregelt. Und jetzt? Findest du geil? Boah. Dieser Geruch, kriegen kulinarischen Orgasmus. Und jetzt tauschen wir die Rips einfach hier mal durch. Von hinten nach vorn und vorn nach hinten. Ja, komm raus. Also knappe Stunde haben wir es jetzt drauf liegen. Nachher schauen wir einfach, wie wir es dann verteilen und drauf liegen. Drauflegen. Okay, Deckel zu, weiter smoken. Und ihr habt es ja gesehen, vom extremen Rauch hier im Smoker kann keine Rede sein. Ja, zieht gut durch. Saubere Verbrennung. Ja gut, ich habe halt wieder den kleinen Bescheißetrick gemacht und habe halt hier den Deckel etwas offen gelassen. Aber was soll's, so habe ich die saubere Verbrennung und nicht diesen extremen Rauch da drin. Jo, dann schauen wir nochmal rein und tauschen sie eventuell nochmal durch. Das werden wir jetzt gleich entscheiden und zwar jetzt. Hei. Ich würde mal sagen, die brauchen wir gar nicht mehr durchtauschen. Die sehen soweit gut aus. Mal ein kleines bisschen vorziehen. Die lassen wir jetzt die 3 Stunden noch fertig drin. Lang ist es nicht mehr.
ja, halbe Stunde, 40 Minuten. Und dann können wir sie zum Dämpfen tun. Also in die Dämpfphase übergehen.